Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Anunnaki Genesis. Ich überlege gerade, ich möchte auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal ein bisschen was für Atlantis Genesis vorbereiten. Und das bedeutet, dass ich auf jeden Fall die Ancient Bench machen möchte. Soweit ich glaube, ich weiß, können wir die auch machen. Wir müssten eigentlich genug Materialien dafür haben. Und gerade werde ich mal einmal diesen Beacon abstauben. Es ist zwar nur ein weißer, aber immerhin. Schaukel nicht noch mit. Die Stone Arrows, die lasse ich jetzt, weil ich habe schon so viele. Also da werde ich ja im Moment noch gar nicht so richtig her drüber, was die ganzen Pfeile angehen. Und außerdem haben wir jetzt ja auch gute Shotgun-Muni etc. Deswegen das lassen wir jetzt einfach mal. Bislang habe ich die mal mitgenommen, aber jetzt ist erstmal Schicht für die Pfeile. Und wie gesagt, ich werde jetzt erstmal gucken mit der Ancient Bench. Ich glaube, man braucht da irgendwie 200 Metall und ich glaube, Crystal? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich kann erstmal kurz hier reinschmeißen. Wie gesagt, das muss später sortiert werden. So, Ancient. Ne, 400 Metall. 400 Metall, 50 Crystals und 50 Electronics. Crystal und Electronic ist kein Problem. Metal könnte zum Problem werden. Hier haben wir 113. Wahrscheinlich absorbiert das jetzt meinen gesamten Metal-Bedarf. Ich sehe es schon kommen. Nichtsdestotrotz brauche ich das gute Stück. Auch wenn ich natürlich wenig darüber freut man wahrscheinlich, wenn ich gleich sehe, wie viel das Atlantis braucht, dann kriege ich wahrscheinlich nochmal einen Anfall. Zumal ich das Ganze mal zwei brauche. Na, wie viel Metall ist mir geblieben? Wow. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo Metall habe oder ob das jetzt alles ist. Aber ja, man sieht, ich bin dann schon ein bisschen abgemagert. Aber ist in Ordnung. Ich meine, wir brauchen die Ancient Bench so oder so. Und ich möchte die jetzt hier oben hinstellen, damit das zum einen auch ein bisschen gefüllt wird und zum anderen hätte ich unten gar nicht mehr so wirklich Platz. Deswegen kommt das jetzt hin und ich habe euch ja schon gezeigt, was ich noch craften möchte und das wird dann wahrscheinlich hier oben dann so langsam alles hinkommen und wir müssen dann eh noch ein bisschen weiter hier bauen, aber das kommt demnächst. So, das ist auf jeden Fall das Schild, das können wir uns leisten. Teleporterring habe ich noch keine Ahnung, was es ist, aber da wird es an Metall scheitern. Das, okay. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall Metall, Obsidian und Crystal. Electronics, wie gesagt, finde ich ja zurzeit immer ganz gut in den Beacons und dergleichen. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt einfach eine kleine Metallexpedition. Wie gesagt, das hätte ich. Einmal habe ich es ja schon gemacht. Da bin ich in den Cave gegangen. Allerdings musste ich da schon ziemlich tief runtergehen. Inzwischen. Und deswegen werde ich jetzt einfach unsere beiden Pteranodons hier nehmen und werde mich. Na, jetzt bin ich natürlich. Ah, jetzt bin ich auch schon so schwer wegen den. Ah, ne, wegen dem Fleisch. Ja, gut, okay. Na ja, gut. Passt noch. Deswegen werden wir jetzt einfach eine kleine Expedition zum Vulkan machen. Oder haben wir hier irgendwo noch einen anderen Berg in der Nähe? Vielleicht da ist der
Ich glaube, das rechnet sich nicht so viel, dass ich dann gleich eigentlich zum Vulkan gehen kann. Und da möchte ich halt auf jeden Fall als allererstes ein Atlantis. Atlantis haben. Ich weiß nicht, ob ich noch. Oh, holy. So einen großen der Morphodon dann möchte ich eigentlich auch haben. Weil man den auch fliegen kann. Aber ich glaube, die sind super aggressiv. Moment, jetzt fliege ich doch in die Richtung. Oh, ein Eis-Spino. Ich habe auch schon einen Poison-Spino gesehen. Okay, er musste sich gerade wieder einkriegen. Ein 412er. Der wäre sogar ziemlich cool. Ich habe schon generell eigentlich viele coole Kreaturen gesehen. Wir müssen ja echt mal gucken, wann ich das dann mir dann zutraue. Den Biber würde ich mir vielleicht dann so langsam zutrauen, wenn ich die Buff-Darts mache. Was ich auch auf jeden Fall auch noch brauche. Vielleicht ist es dann doch ganz gut, dass ich ihn. Wobei, halt, war hier nicht der Wyvern? Ich glaube, da war der Wyvern und es war ein Poison Archie. Weil ich brauche auch noch Rare Flowers. Rare Flowers für dieses Sedative. Ja, da ist der Poison Archie. Der hat im Übrigen, also finde ich zumindest eigentlich ein ziemlich gutes Level. 468. Finde ich eigentlich ganz nett. Nur ich weiß auf jeden Fall, dass hier der Wyvern war. Guck mal, wie es hier oben ausschaut. Nachher thront. Oh, ich dachte gerade. Thront der Wyvern hier jetzt auf der Spitze und denkt sich so, yay! Okay. Na, Ja. Ich habe ja auch, wie gesagt, leider noch kein Enki, um da jetzt irgendwie Herr darüber zu werden. Da unten ist der Wyvern. Wo setzt du dich hin? Ich hätte vielleicht doch einen Sattel für ihn machen sollen, einfach um da so. Okay, das ist gut. Um so ein bisschen Herr darüber zu werden. Wahrscheinlich habe ich jetzt super Pech, was die Rare Flowers angeht. Ja, 7. Wie gesagt, also mit der Hand, die abzufarmen, ist da echt so ein bisschen Murks. Weil er halt einfach nicht so viel bei rumkommt, wie man hier schon schön sieht. Nicht Stone. Und weil manchmal halt auch einfach gar nichts bei rumkommt. Na gut, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Dann nehmen wir auch ein bisschen was mit. Wahrscheinlich kann ich leider eh nicht viel mitnehmen. Weil ich halt Pteranodons habe. Na, immerhin mal wieder 4. Da wäre halt jetzt ein Enki super. Dass ich da so ein bisschen blöde hinpostiert. Ja, bleib so, bleib so. Ja, gut. Immerhin habe ich das Kristall drin. Wie viele. Ja, du könntest noch was mitnehmen. Bleib so, bleib so. Mehr oder weniger. Ja, okay. Das reicht. Das. Nehmen wir auch mal ein bisschen Fleisch raus.
So. Ja. Das reicht nämlich schon. Ich kann zwar noch ein bisschen. Oh, da ist noch ein gelber. Den versuche ich mal gerade noch abzustauben. Es ist blöd, dass der Poison Archie hier so in der Nähe von dem Wyvern ist. Deswegen, also es ist im Moment echt kompliziert. Was heißt kompliziert? Mühsam. Mühsam ist das richtige Wort. Es ist zurzeit sehr mühsam an Metall, Obsidian, Kristall und Rare Flowers zu kommen. Gerade die Rare Flowers. Weil ich brauche irgendwie, ich glaube, 20 für einen so ein Sedative-Ding. Ich nehme auf jeden Fall das Öl mit. Narkotik nehme ich mit. Engler-Gel. Stimulant. Und das andere lasse ich jetzt einfach mal vor die 5. So. Okay. Weil ich halt wirklich nur im Moment Pteranodons habe und die können einfach nicht so viel tragen. Hier könnte ich halt in Ruhe auch ein bisschen Metall holen. Also da wäre auf jeden Fall schon ein Argy nicht schlecht. Da ist auch ein, oh, da sind zwei Badass. Giant Beavers. Der eine ist allerdings ein bisschen Low Level. Da sind beide Low Level. Eis und Feuer. Ich gucke jetzt nochmal gerade hier in dem blauen. Da am Berg, da ist auch noch ein Poison Archie. Der ist aber, glaube ich, irgendwie um die. Ich glaube, fast Level 200. Also der 400er wäre da natürlich praktischer. Hier seht ihr schon alles: Polymer, Metall und das läppert sich dann halt so ganz nett. Super Rifle Ammo noch. Stego, den habe ich noch nicht. Ja, den Rest lasse ich jetzt mal. Und so kann man halt super gut einfach die ganzen Beacons abgehen. Und wenn man halt so eine große Tour macht, dann läppert sich da so ein bisschen was zusammen. Und schwupp, schon hat man Polymer und Crystal, ohne wirklich dafür was ausgegeben zu haben. Und kann da halt schon tolle Dinge mitmachen. Oder halt so, wie wir, wie gesagt, ja auch Metall brauchen. Bietet sich halt einfach an, auch wenn man hier jetzt gerade so durch die Gegend fliegt und eigentlich nicht wirklich beabsichtigt, die Beacons abzugehen. Aber so den einen oder anderen kann man durchaus mitnehmen. Und wie gesagt, bei Anunnaki kann man auf jeden Fall sagen, dass es sich anbietet. Jetzt haben wir wahrscheinlich in der Folge nur so ein ganz, ganz bisschen Metall geholt. Irgendwie traurig. Und auch kein Obsidian. Hier ist sogar auch Kristall und Obsidian und gar nicht so weit weg. Das wäre vielleicht noch mal ein Spot, der sich anbieten würde. Mein Vibe Tonic. Nicht schlecht. Ist nur ein Ramshackle. Den lasse ich jetzt mal. Und da habe ich jetzt, wie gesagt, schon deutlich bessere. Aber den Spot hier konnte ich mir auf jeden Fall merken, um da an Metall zu kommen. Wahrscheinlich vergesse ich den jetzt eh. Obsidian sieht scheinbar nicht danach aus. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist auf jeden Fall nicht. Es ist nicht ganz so weit weg von meinem Zuhause. Muss ich mal gucken. Na, es ist eigentlich schon ganz nah dran.
Irgendwo wäre ein Atlantis Stargate halt auch ganz nett, wo halt Rare Flowers sind. Ich muss noch mal gucken, waren auf dem Vulkan irgendwo ein guter Spot für Rare Flowers? Wenn dann, ich glaube, etwas weiter runter. Und jetzt nicht direkt da in der Mitte. Auf jeden Fall möchte ich dahin, weil er ist halt, wie gesagt, ist ein Crystal, Obsidian, Metall und da kann man auch, wenn man möchte, seine Tiere in Ruhe lassen, weil er halt einfach nichts spawnt. Aber ich sag mal, was die Rare Flowers angeht, muss ich mir was überlegen. Die Rare Mushrooms, wie gesagt, da kann man auch einfach mal kurz in den Sumpf fliegen und da einfach, dass man so in der Nähe ist. Man muss da nicht mal richtig in den Sumpf rein. Viele sind auch so am Rand. Sprich, da muss man sich keine Sorgen machen wegen den Leeches. Im Übrigen, was super interessant war, als ich da die, sag schon, die Rare Mushrooms geholt habe. Ich würde auf jeden Fall auch ein bisschen Movement Speed gehen, einfach, dass er uns ein bisschen folgen kann. Dass genau bei den Balken angezeigt wurde, da steht einmal entweder nur Leech oder halt, ich weiß es nicht mehr, wie es genau betitelt wurde, auf jeden Fall, dass da halt ein infizierter Leech ist. Und weil die sind ja eigentlich so super klein. Und die kann man halt dann mit Leichtigkeit übersehen. Und oh nee, das ist falsch. Und so konnte man die super gut sehen. Und man konnte sich genau darauf vorbereiten, welcher Leech jetzt infiziert war und welcher nicht. Von daher, ich liebe den Mod mit den Health Bars. Also da möchte ich inzwischen wirklich nicht mehr missen. Und ich bin auch super froh, dass der mit Anunnaki zusammen geht. Weil eigentlich sagen die beide so nach dem Motto, ja, wäre gut, dass beide unsere Mods an Priorität hätten. Also der Health Bar Mod zum Beispiel, der muss auf jeden Fall an erster Stelle stehen, damit er funktioniert. Und Anunnaki sagt eigentlich auch, ja, hey, unser Mod, der verändert halt sehr viel. Und da wäre es halt gut, dass der die höchst, also soweit es geht, an Priorität hat. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob sie jetzt speziell. Was ist los? Holy! Nicht doch! Oh shit. Okay. Wo kam der her? Warum, ich hätte den gerne gehabt. Also. Aber alles gut. Ich muss gestehen, da war ich jetzt nicht so ganz drauf vorbereitet. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass sich unsere Tiere ganz gut gegen ihn wehren konnten, weil das war ein badass Poison. Und ihr seht schon, der hätte unseren Triceratops fast flachgelegt. Also war jetzt etwas uncool. Vor allem, ich frage mich, wo der herkam. Von daher sehe ich schon, es ist nicht verkehrt, möglichst bald ein Gate zu bauen. So viel zu tun, ne? Ich muss dann auch unserem süßen Bam Bam hier auch noch einen Sattel machen. Der denkt auch sich schon so, ja, alle kriegen hier einen, außer ich. Ja gut, außer unser zweiter Pteranodon hier, der noch immer einen Namen braucht. Erstmal was trinken. Oh, ich rede schon wieder so viel in meinen Mund. Was könnt ihr denn?
Das ist. Frag mich nicht, ich bin spontan drauf gekommen. Harvey. Harvey lässt grüßen. Ah, schade. Ich hätte den Preußen-Dingen super gerne gehabt. Aber da sind andere Preußen noch ein bisschen besser. Aber man muss es positiv sehen. Er hat uns Chitin dagelassen. Und das ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Habe ich hier drin noch ein paar Beeren? Ja. Moment, dann machen wir das. Dann können wir die gerade verwenden. Warum nicht? Genau. Und ich wollte eigentlich ursprünglich aussortieren. Mein Speedy schleppt ja auch noch Metall mit sich herum. Du hast eigentlich nur, ihr habt alle eigentlich noch genügend Fleisch. Und ich möchte noch ein Feeding Trough bauen. So much to do. Oh, ich bin so stolz auf dich. Das hast du gut gemacht. Oh, holy. Gut, dass ich auch so deutlich in Melee Damage auch bei ihnen geskillt habe. Ivo, du bist unser Held. So. Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar Beeren in Ivo. Weil ich glaube, ich hatte das letzte Mal zu viele Narcoberries. Kann das sein? Ja. Warum hast du hier Pfeile in dergleichen drin? Macht nichts. So, erstmal das. So, gut, hätten wir das. Und die Folge ist schon wieder rum. Das geht manchmal so schnell hier. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.